Schön, dass ihr da seid. Ich bin Jelena. Und ich bin Tanja. Endlich ist es Frühling und die Osterferien stehen vor der Tür. Deswegen haben wir ein paar schöne Deko-Bastelideen für euch vorbereitet. Wir basteln einen Sockenhasen mit euch. Dafür braucht ihr Reis oder etwas Ähnliches zum Befüllen, eine Schnur oder etwas Garn, ein Band für eine Schleife, eine Schere, einen Filzstift, und natürlich eine Socke, wenn möglich gewaschen. Als erstes füllt ihr die Socke ungefähr bis zur Ferse. Ihr könnt dafür einen Becher zur Hilfe nehmen oder euch auch von jemand anderem helfen. Rotzt die Socke zwischendurch immer wieder vorsichtig auf den Tisch. So wird der Reis schön zusammengedrückt. Wenn ihr mit der Füllung eures Hasen zufrieden seid, bindet ihr die Socke mit einer Schnur. Ihr könnt euch dabei gerne etwas helfen lassen. Und zwar oben abbinden, dass kein Reis oder keine Füllung mehr rauskommt. Aus dem unteren Reis formen wir jetzt etwa ein Drittel das Gesicht. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Schnur oder eben euer Band. Jetzt könnt ihr mit dem Filzstift Augen und das Näschen malen. Natürlich könnt ihr auch Knöpfe annähen, wenn ihr wollt, aber wir dachten, mit dem Filzstift ist es schön einfach und sieht einfach sehr süß aus. Zwei Augen und eine kleine Stupsnase. Jetzt fehlen nur noch die Ohren. Dafür schneidet ihr an der Socke das Bündchen ab. Ihr könnt auch die obere Schnur etwas abschneiden. Dann schneidet ihr den ungefüllten Teil der Socke bis fast zur Schnur durch. Die beiden Teile, die entstehen, schneidet ihr noch etwas spitz zu, dass die kleinen Öhrchen vom Hasen entstehen. So einen Sockenhasen kann man prima zu Ostern verschenken. Und wenn ihr das mit verschiedenen Socken macht, könnt ihr sogar eine ganze Sockenhasenfamilie daraus bauen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbauen. Alle Vögel sind schon da. Ihr bastelt ein Vogelhaus. Dafür braucht ihr Eisstäbchen, Farbe eurer Wahl. Wir nehmen Gelb.
etwas, um die Eisstäbchen zusammenzukleben. Entweder einen guten Kleb oder eine Heißklebepistole. Und Bastelpapier und eine Schere für die Vögel. Als erstes bemalt ihr eure Eisstäbchen in der Farbe eurer Wahl. Von den dickeren Stäbchen, die wir verwenden, braucht man 10 Stück. Es reicht, wenn ihr sie auf einer Seite anmalt, da ihr das Häuschen später an die Wand stellt oder hängt. Wenn ihr es natürlich frei in die Luft hängen möchtet, dann müsst ihr auch die Rückseite bemalen. Wenn die Farbe gut getrocknet ist, könnt ihr die Form des Vogelhäuschens legen. Am besten legt ihr erst mit 2 Stiften das Dach und richtet daran dann eure anderen Stäbchen aus. Beim Festkleben beginnt ihr am besten mit dem querliegenden Stäbchen. Dadurch könnt ihr alle anderen Stäbchen dann befestigen. Wir verwenden eine Heißklebepistole mit zu kurzem Kabel. Gut andrücken. Wenn ihr keinen Heißkleber habt, könnt ihr natürlich, wie gesagt, auch normalen Bastelkleb verwenden. Falls ihr noch nie mit einer Heißklebepistole gearbeitet habt, lasst euch da bitte von einem Erwachsenen helfen. Das ist ganz schön heiß. Bei eurem Dach habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt das Stäbchen entweder direkt oben anlegen oder ihr könnt es oben ein bisschen überstehen lassen. Da bekommt ihr dann einen schönen, hübschen Giebel. Das Ganze lasst ihr jetzt am besten kurz trocknen und könnt in der Zwischenzeit schon mal eure Vögelchen ausschneiden. Die Vögel klebt ihr einfach fest und fertig ist euer Vogelhaus. Fertig ist unser Vogelhaus. Viel Spaß beim Nachbasteln! Als nächstes haben wir uns etwas ganz Feines für euch ausgedacht. Wir basteln nämlich kleine Frühlingskäfer. Die sind ganz klein und fein und können überall hingestellt werden als kleine Dekoration. Dafür braucht ihr eine leere Pralinenpackung, Modelliergips und etwas zum Anrühren, Acrylfarbe oder eine andere Farbe, mit der ihr das bemalen wollt, etwas zum Kleben, also Heißkleber oder auch normaler Kleb und Wackelaugen. Als erstes rührt ihr den Modelliergips an zu einer dickflüssigen Masse. Am besten lasst ihr euch da von euren Eltern helfen. Den angerührten Gips füllt ihr in die Förmchen und lasst ihn über Nacht trocknen, also bis er schön ausgetrocknet und ausgehärtet ist. Wenn der Gips rauskommt, sieht er so aus. Je nachdem, welche Pralinen oder welche Form ihr genommen habt, hat euer Käferchen noch irgendwelche Rillen. Mit dem Modellgips kann man die relativ gut entfernen. Wir verwenden dafür einfach ein Holzstäbchen aus einem der vorherigen Bastel-Videos und rubbeln einfach den Gips. Kanten könnt ihr einfach wegknipsen. Auch hier dürft ihr euch natürlich gerne von einem Erwachsenen helfen lassen.
Legt am besten was drunter, das Zeug krümelt. Wenn ihr Werkzeug zu Hause habt, dürft ihr natürlich gerne auch Werkzeug verwenden. Wenn ihr mit eurer Form zufrieden seid, dann malt ihr sie einfach mit roter Farbe an. Ihr könnt den ganzen Käfer rot anmalen oder vorne den einen Teil auch ganz lassen, denn das Gesicht vom Käfer wird später schwarz werden. Das Ganze lasst ihr gut trocknen. Wir haben erst trocknen lassen und dann das schwarze Gesicht dazu gemalt für den Marienkäfer. Aber das Wichtigste fehlt natürlich noch, die schwarzen Punkte. Und dafür eignet sich ganz besonders gut die Rückseite von eurem Pinsel. Jetzt fehlen nur noch die Augen, die klebt ihr am besten ganz einfach mit normalem Kleber vorne auf euer Gesicht und schon ist der Kiefer fertig. Natürlich könnt ihr auch viele verschiedene Versionen machen. Wir haben da mal was vorbereitet. Oder eine Biene. Hier haben wir einfach ein bisschen Basteldraht gebogen und mit Heißkleber auf dem Bienchenkörper befestigt. Oder man kann die Augen natürlich auch aufmalen. Die Flügel sind einfach Bastelpapier, das wir festgeklebt haben. Das ist unsere Corona-Edition. Oder ihr müsst auch überhaupt keinen Käfer draus machen. Ihr könnt eure Gipsform auch einfach bemalen und dekorieren. Für welche Form ihr euch auch entscheidet, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Das waren unsere Bastelideen für die Osterferien. Denkt daran, in der Stadtbücherei gibt es, solange der Vorrat reicht, kostenlose Basteltüten für euch. Die könnt ihr euch einfach abholen und direkt losbasteln. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Basteln. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns Fotos von euren fertigen Basteleien zukommen lasst. Entweder an die Stadtbücherei oder ans Jugendhaus. Und sagen tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alle Vögel sind schon da. Wir was lang vor dir. Oh, Musa, Musa. Sollen wir da nochmal Pause machen? Du meinst, wir sollten nochmal von vorne anfangen? Ja, das kann man ja komplett.